Es ist einfach nicht wahr, dass die Fleißigsten in Deutschland Karriere machen. Es ist ganz im Gegenteil. Oft sind es Faulpelze, die nach oben kommen und sie fragen sich natürlich mit Recht, wie kann das sein und was kann ich selber tun, wenn ich Karriere machen will? Genau das werde ich Ihnen in diesem Video erklären. Mein Name ist Martin Wehle, ich bin Buchautor und Karriereberater. Schauen Sie sich um in Ihrer Firma, wer hat dort den Aufstieg geschafft? Sind das alles Menschen, die sich durch größten Fleiß auszeichnen? Sind es Leute, die bei der Arbeit grundsätzlich mehr auf die Reihe kriegen als alle anderen? Oder gibt es etliche Aufsteiger, bei denen sich alle fragen, wie ist der eigentlich zu diesem Job gekommen? Am Ende dieses Videos, da werde ich Ihnen meinen wichtigsten Aufstiegstipp für Ihre eigene Karriere verraten. Sie werden staunen, wie einfach es gehen kann, aber vorher antworte ich auf diese Frage. Warum steigen Leute auf, die faul sind? Viele Menschen machen gerade deshalb Karriere, weil sie wenig Energie auf ihre eigentliche Arbeit richten. Um alles, was nach Fleiß riecht, da machen sie einen weiten Bogen. Sie drücken sich um Zuarbeiten für Projekte, sie drücken sich um Recherchen im Hintergrund, sie drücken sich natürlich um Aufräumarbeiten und sie drücken sich um Kundenkontakte auf der einfachen Ebene. Sie sind wahre Meister darin, sich immer dann unsichtbar zu machen, wenn sich ihnen eine Arbeit nähert. Jobghosting nenne ich das. Und gerade darin besteht ihr Erfolgsgeheimnis. Denn während die fleißigen Bienchen den ganzen Tag durchs Büro und die Werkshallen summen, während die fleißigen Bienchen ausgelastet sind mit Alltagsarbeiten, derweil kümmern sich die schlauen Faulpelze um etwas ganz Entscheidendes, nämlich um ihr eigenes Image. Denn sie haben erkannt, wofür man in Deutschland und auch in Österreich und der Schweiz befördert wird. Leider nicht für die Arbeit, die man tatsächlich leistet, sondern dafür, wie man sich selbst und diese Arbeit verkauft. Vielleicht kennen Sie das. Im Wetterbericht wird oft eine gefühlte Temperatur genannt und im Beruf gibt es eine gefühlte Arbeitsleistung. Und die wird von der Wahrnehmung Ihres direkten Vorgesetzten ermittelt. Darauf komme ich am Ende in meinem besten Aufstiegstipp für Ihre Karriere noch einmal zurück. Bestimmt haben Sie das schon einmal beobachtet. Vielleicht haben Sie das auch schon erlebt. Unter der Woche bewegt ein solcher Kollege fast gar nichts. Aber wenn dann eine Sitzung mit dem Management ansteht, dann stellt er seine Arbeiten als das Nonplusultra dar und die Arbeiten seiner Kollegen, die alltäglichen Arbeiten, die wirken daneben relativ glanz- und schmucklos. Er ist gut darin, sich selbst zu verkaufen. Und er wirft mit den Namen wichtiger Kunden um sich. Er wirft mit den Namen von Branchenriesen um sich. Er nimmt gern mal wichtige Studien und Buchtitel in den Mund. Er erweckt den Eindruck, immer voll im Einsatz und immer voll auf dem neuesten Stand zu sein. Und ich muss an dieser Stelle einräumen, dass solche Faulpelze in zwei Disziplinen sehr fleißig sind, nämlich in Selbst-PR und im Knüpfen von Netzwerken. Alle Arbeiten, die ein öffentliches Echo versprechen, reißen solche Faulpelze wie wild an sich. Eine kurze Rede beim Management-Meeting halten, natürlich sofort. Ein Strategiepapier unter dem eigenen Namen verfassen, natürlich sofort. Den Chef bei einer wichtigen Angelegenheit extern vertreten, natürlich sofort. Einen Fachartikel publizieren, der den eigenen Namen in der Branche bekannter macht, aber natürlich sofort. Sie werden sich bei meinem besten Aufstiegstipp, der am Ende dieses Videos folgt, an diese Verhaltensweisen erinnern. Denn was passiert durch dieses Agieren? Die schlauen Faulpelze, die schaffen etwas, das zunächst grotesk wirkt. Denn sie, die nur am eigenen Image arbeiten und nicht an der eigentlichen Arbeit, sie steigen in der Regel schneller auf als Kollegen und Kolleginnen, die sich eben dieser eigentlichen Arbeit widmen. Das ist so, als würden in einem Fußballteam nicht die erfolgreichsten Torschützen und die besten Spieler gefördert, sondern ausgerechnet diejenigen, die am Spielfeldrand vor der Kamera die besten Interviews geben
obwohl sie auf dem Platz kaum laufen, kaum einen Ball berührt haben und gar nichts reißen. Reden über die Arbeit, selbst PR, schlägt die Arbeitsleistung an sich. Die deutsche Arbeitswelt, die ist eine Hochburg der Blender und ich finde diesen Zustand traurig. Und jetzt will ich Ihnen sagen, was Sie für sich und für Ihre Karriere daraus lernen können. Denn Sie sollten sich von solchen Typen nicht überholen lassen. Am Ende folgt dann auch mein wichtigster Aufstiegstipp. Wenn Sie befördert werden wollen, dann müssen Sie auf sich aufmerksam machen und Ihre Alltagsarbeit nicht mehr fleißig und klaglos verrichten, sondern Sie müssen dafür sorgen, dass Ihr Name aufs Radar der Entscheider fliegt. Nehmen Sie sich also die Zeit, nicht nur Arbeit zu leisten, sondern diese Arbeit auch angemessen nach oben an die Chefetage zu verkaufen. Reden Sie bei Sitzungen, schreiben Sie gerne mal Fachartikel, erzählen Sie Ihrem Chef, welche Probleme Sie bewältigt und welche Ergebnisse Sie erzielt haben. Und wenn Sie ein wichtiger Kunde lobt, zum Beispiel per Mail, dann leiten Sie das Ganze bitte an Ihren Chef weiter zu seiner Kenntnis. Das mag sich jetzt für Sie zwar etwas offensiv anfühlen, falls Sie ein bescheidener, falls Sie ein zurückhaltender Mensch sind, aber bedenken Sie bitte eines. Es ist völlig in Ordnung, eine gute Arbeit auch als gute Arbeit zu verkaufen. Und wenn Sie das nicht tun, müssen Sie damit rechnen, dass Sie von Leuten überholt werden, die gar nichts leisten, außer dass sie ihre eigene Arbeit gut darstellen. Also von Spielern ohne Torerfolg, die sich sozusagen auf Interviews spezialisiert haben. Und jetzt noch mein wichtigster Aufstiegstipp, den ich Ihnen versprochen habe. Stellen Sie sich vor, ein Torhüter will zum Stürmer befördert werden. Aber er macht seinen Job als Torhüter ausgezeichnet. Er wehrt alles ab, was da auf sein Tor zufliegt. Er ist ein wirklich guter Torhüter. Wie groß sehen Sie seine Chance auf eine Beförderung? Richtig, die ist minimal, denn warum sollte ihn der Trainer aus dem Tor nehmen? Dort verrichtet er doch einen ausgezeichneten Job und es ist zweifelhaft, ob man überhaupt einen besseren fände. Aber nun stellen Sie sich vor, derselbe Torhüter, der startet auf einmal Sturmläufe. Der verlässt den eigenen Strafraum, der dribbelt gegnerische Spieler aus und der bedient sogar seine eigenen Stürmer mit brillanten Vorlagen von der Mittellinie. Ein solches Verhalten, das hat zwei Seiten. Einerseits gefährdet es das eigene Tor, das in solchen Momenten natürlich leer ist, und andererseits zeigt der Torhüter jedoch Talente, die über seine jetzige Position, über das Dasein eines Torhüters hinausgehen. Und genau das empfehle ich Ihnen, wenn Sie befördert werden wollen. Machen Sie Ihren jetzigen Job eben nicht länger so gut und so effektiv wie möglich, sondern zeigen Sie unbedingt Talente, die über diesen Job hinausgehen. Wenn Sie zum Beispiel Sachbearbeiter sind, dann sollten Sie immer wieder strategische Ideen einbringen, als wären Sie schon eine Stufe weiter, als wären Sie schon im Management. Und irgendwann wird Ihr Trainer, Ihre Führungskraft sagen, dieser Mann oder diese Frau, die ist in der jetzigen Position nicht allzu gut aufgehoben bei diesem strategischen Talent, das dort kaum entfaltet werden kann. Es ist wie bei dem Torhüter. Es gilt der Spruch in der Geschäftswelt, nur das quietschende Rad wird geölt. Machen Sie also auf sich aufmerksam, wenn Sie befördert werden wollen. Machen Sie Geräusche, fordern Sie etwas ein, damit nicht nur Faulpelzer aufsteigen, sondern damit auch jemand nach oben kommt, der es wirklich verdient hat. Schauen Sie gern auch mein Video über die größten Karrierefehler, die man später so richtig bereut. Das wird Ihnen weiterhelfen, das verspreche ich Ihnen. Ich verlinke es über diesem Video und auch unten in der Infobox. Und wenn Sie jetzt herausfinden wollen, was passiert, wenn ich Sie über 30 Tage begleite, wie Sie sich weiterentwickeln, wie Sie selbstsicherer werden im Beruf und auch sonst, dann klicken Sie jetzt gerne den Link in der Infobox oder unter diesem Video. Denn ich zeige Ihnen in einem 30-Tage-Training auf, was alles für Sie drin ist. Sie werden staunen. Und ich freue mich sehr, wenn Sie meinen Kanal abonnieren. Am liebsten mit Glocke, dann kriegen Sie immer Nachricht, wenn ein neues Video erscheint. Ich freue mich auf Sie. Ihr Martin Behrle.